Hallo, mein Name ist Felix Wimberger, ich bin 24 Jahre alt und studiere Maschinenbau an der FH in Dortmund und mache derzeit mein Praktikum bei der Velo SE in Dortmund. Ich bin im Bereich Prozess Engineering tätig gewesen und das bedeutet ja im Endeffekt nichts anderes wie Prozessabläufe, Prozesse verbessern, Prozesse sichern, Prozesse gewährleisten. Alles, was halt in so einem Arbeitsprozess, was ja welche Aufgaben oder Probleme da so auftreten können. Ich habe dann eine Maschine, das ist eine doppelspindelige CNC-Maschine. Da werden die Werkstücke halt bearbeitet, gefräst, gebohrt. Dabei ist die Überlegung gewesen, Zeit einzusparen und zum anderen die Prozesssicherheit zu geben. Da gab es Probleme in der Genauigkeit mit der Vorrichtung und die halt zu verbessern, zu optimieren. Die Effizienz von der Pumpe hängt ja auch von der Genauigkeit der kleinen Teile ab. Der Großteil der Tätigkeiten war eigentlich im Büro, am Computer mit dem CAD-Programm. Los ging es eigentlich erstmal mit einer groben Idee und Sammlung, wie ist der Ist-Zustand, was erhofft man sich davon, gibt es mögliche Lösungsansätze, gibt es irgendwie wie so einen Zeitplan aufstellen, wie man will man es am besten lösen oder auch mit den Arbeitern oder dem Vorgesetzten, der halt auch die Idee hat oder die Wünsche hat, zu sprechen, was ist da jetzt genau Lösung, Ziel, Plan und so weiter und so fort. Und haben wir dann Ideen gesammelt und dann am Computer halt mögliche Lösungen konstruiert und hat immer wieder zur Maschine gegangen, nachgemessen, kann das so funktionieren. Ich würde eigentlich sagen, dass mir das sehr viel gebracht hat, das Praktikum, vor allem ganz stark die Punkte, die man dann einfach in der Uni oder FH nicht vermittelt bekommt. So. Vor allem, wenn man ja viel mit Menschen zu tun hat, da kann einfach viel mehr schief gehen. Da muss man dann viel mehr denken, viel mehr Sachen beachten, viel mehr Sachen mitdenken. Das ist eigentlich so der Punkt, wo ich sage, so mit am meisten, da habe ich am meisten im Praktikum gelernt. Ich befinde mich jetzt so zum Ende hin von meinem Studium, sprich, das heißt, ich werde jetzt dann mal jetzt bin jetzt fertig mit meinem Praktikum und werde jetzt dann mir mein Bachelorarbeitsthema suchen und dann ist so geplant, dann mit dem Sommersemester dann fertig zu sein. Und wäre Maschinenbaustudent mit dem Schwerpunkt Konstruktion und Fertigung. Und das hat sich irgendwie so für mich so von klein auf ergeben. So immer war das technische Interesse da auch so bei Schwerpunkten oder so Vertiefungen, die ich in der vorherigen Schule schon gewählt habe. Und das war immer die Neugier da, zum Beispiel, wie funktioniert der Motor im Auto und wie ist das alles zusammengesetzt, wo sind die technischen Zusammenhänge. Und dadurch war für mich einfach eigentlich nur klar, was Ingenieurs, Wissenschaftliches zu studieren und daneben Maschinenbau. Ich habe ein ziemlich ausgefallenes Hobby und zwar bin ich Ruderer. Und war dieses Jahr auch im Deutschlandachter unterwegs und ja, das ist ein ziemlich zeitintensiver Sport. Ich mache so um die 20 bis 22 Stunden Sport in der Woche, bei in der Wettkampfphase auch mal bis zu 25 oder durchaus mehr. Und ist so, da braucht so 10 bis 12 Einheiten die Woche, ist dann versuche ich dann neben dem Studium und Praktikum unterzukriegen. Bei mir sieht es aktuell so aus, dass ich halt 7 Uhr morgens mit der ersten Einheit beginne und dann so 17, 18 Uhr mit der zweiten Einheit dann nochmal Sport machen und dann ist ungefähr 20 Uhr und der Tag ist gelaufen. Mein persönliches Highlight war jetzt dieses Jahr und im Deutschlandachter auf der Ruder-WM in Amsterdam mit dem 2. Platz. Und mein persönliches Ziel ist da jetzt erstmal drin sitzen zu bleiben, nächstes Jahr WM in Frankreich weiterzufahren und dann ganz klar Olympische Spiele in Rio 2016 da im Achter mit am Start zu sein und mit Medaillen mitzufahren. Und im Idealfall um die goldene.